Hallo und herzlich willkommen zu Falten mit Yvonne. Heute zeige ich dir, wie du aus Geldscheinen eine Eisblume zauberst. Ich verwende hierfür 5 20-Euro-Scheine. Nimm deinen ersten Schein und drehe ihn so zu dir. Falte die untere linke Ecke zur Kante nach oben. Lege dieses Dreieck über diese Kante nach rechts. Öffne beide Faltungen wieder. Falte die untere Kante zur oberen. Öffne diese Faltung wieder. Lege den rechten Teil deines Scheines über diese Faltkante auf den linken. Falte diese Ecke zur Mittellinie. Auch diese Ecke faltest du zur Mittellinie. Öffne das Dreieck wieder. Orientiere dich an dieser Faltkante. Falte diese Kante zur Faltkante. Dasselbe wiederholst du auf dieser Seite. Falte nun diese Kante über diese Kante und lege das Dreieck somit auf den Schein. Wiederhole dies auch mit dem anderen Dreieck. Falte diese Kante zur Mittellinie. Falte diese Kante zur Mittellinie. Falte diese Ecke zur gegenüberliegenden Kante hin. Öffne die letzten Faltungen wieder. Orientiere dich an dieser Faltkante. Lege den Schein daran so nach oben. Orientiere dich jetzt an dieser Faltkante. Lege den oberen Teil darüber zurück. Falte diese Spitze zu dieser Kante. Falte diese Kante wieder zur Mittellinie.
Lege deinen Schein nun so zusammen. Orientiere dich nun an dieser Kante. Falte das Dreieck nach hinten, sodass es mit dieser Kante bündig ist. Drehe das Ganze um. Falte diese Kante zu dieser Kante. Nun ist das erste Teilstück fertig. Wiederhole diese Schritte mit den restlichen 4 Scheinen. Drücke dieses Stück wieder platt. Fahre hier mit deinem Finger hinein und öffne es. Stecke das Dreieck deines zweiten Scheines hinein. Schließe das erste Stück wieder. Diese beiden Teile halten nun fest zusammen. Füge so alle Teile zusammen. Nun ist deine Eisblume aus Geldscheinen fertig gefaltet. Wenn du meinen Kanal unterstützen möchtest, dann tätige deinen nächsten Amazon-Einkauf bitte über meinen Partnerlink in der Videobeschreibung. Du bezahlst dann den gleichen günstigen Preis wie immer und ich bekomme eine kleine Provision. Vielen Dank schon mal. Und wenn du über neue Videos von mir informiert werden möchtest, dann abonniere meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal bei Falten mit Yvonne.